Wir wurden bei dieser großen Festung geschnappt, nachdem wir zig Leute umgebracht haben. Irgendwie erinnert mich das an die Stelle, als Ellie gefangen worden ist und mit Dina und sich da befreien musste mit der Scherbe. Ja, Oliver, das stimmt, dass wir lange Abby spielen. Sie sind voller Sünde. Nein, sind wir nicht. Befreie sie, damit sie auch meine. Wo ist die andere Abtrünnige? Stutz ihr die Flügel. Hey, hallo? Nein. Aua. Hier. Was war das? Wer schießt denn da? Sie kann ja so lange hängen an der... Alter, schwer erstickt. Nee, die hält sich ja da drüber fest. Oh mein Gott. Schieß uns hier runter, Junge. Sonst sind wir tot. Jetzt mach schon. Yara. Die Dämonen kommen. Rette uns, hallo? Schneid sie ab. Sie gehört zu ihnen. Lev. Mach endlich. Wie lange soll ich noch hier hängen? Alter, dass sie es überlebt hat. Ich wäre schon längst erstickt. Das ist immer noch Tag 2, glaube ich, in Seattle. Wir sind immer noch auf dem Weg zum Aquarium, Oliver. Oh Gott, das sind Stalker. Oh mein Gott. Also parallel zu Ellies Tag 2, oder? Lady Ultramorph, ne? Wo wollt ihr hin? Raus aus dem Wald! Los, Beeilung! Los!
Oh, wie viele Stalker sind denn hier, bitte? Dazu belieben wir nicht. Alles okay? Ja. Ja, wir haben leider kein Medipack. Hier sieht doch alles gleich aus. Wisst ihr wirklich, wo es lang geht? Es muss diese Richtung sein. Verdammt, was mache ich hier? Wir haben fast keine Energie mehr, also fast kein Leben mehr. Wir hätten mit der Flasche vielleicht werfen können. Wir sind frisch. Gibt's noch einen anderen Weg? Glaubst du wirklich, wir würden dann diesen nehmen? Oh, da sind Millipacks. Komm schon, Lerk. Fast übersehen. Komm schon. Ja, genau. Das ist immer noch die Suche, die Isaac nicht wollte. Wir wollten Owen im Aquarium finden und sind dann von den Seraphiten ja gefangen genommen worden, nachdem wir in diesem Gebäude diese 15 ausgeschaltet haben ungefähr. Dann wurden wir danach in der Sequenz mit dem Hammer bewusstlos geschlagen. Oh, wir waren zu langsam. Das. Du! Ist das da etwa mein Rucksack? Oh Gott. Oh Gott, das überleben wir so einfach nicht. Die ist viel zu stark für uns. Die killt uns ja sowas von übel, wir haben ja absolut keine Chance. Trotz Baumstammarm. Oh mein Gott, ist die stark. Ist die stark, Junge. Gut ausgewischen. Aua, oh fuck. Nein! Okay, wir haben es geschafft. Ne, es müsste Tag 2 sein, Lady Ultramorph. Ich meine, also Tatsache kam schon Tag 2. Alles in Ordnung? Ziemlich sicher. Puh, aber das haben wir geschafft. Jetzt haben wir unsere Ausrüstung. Jetzt fühle ich mich durchaus wohler. Na los. Was macht der Arm? Ich habe es unter Kontrolle. Okay. Gut. Nehmt alles mit, was ihr seht. Ich fasse das nicht an. Das ist von früher. Das ist egal. Ihr braucht Vorräte. Wir sind noch nicht aus dem Schneider. So blöde Redewendung. Eine was?
Einen Moment, wir gucken mal ganz kurz, ob wir Tag 1 oder 2 sind. Oh, Tatsache, oh, ich muss wieder korrigieren, Lady Ultramorph hat natürlich recht, wir sind Tag 1. Das Gas jetzt aufs Gas losgehen. Seraphiten. Was habt ihr bloß gemacht? Ich hab mir den Kopf geschaut. Okay, dann sag's nicht. Das lassen wir mal. Das ist mir egal. Wir wollten gucken, dass wir bald auf mehr Damage gehen. Jetzt haben wir, wenn wir hier... Ah, guck mal, wir finden hier noch genug. Vielleicht können wir gleich doch nochmal gucken, ob wir nicht eins höher gehen können. Und es tut mir leid, ich habe Lady Ultramorph Unrecht gehabt. Ich war mir ganz sicher, wir hätten noch schon Tag 2 erreicht mit Abby. Aber wir haben erst den Tag 1 erreicht. Das heißt, wir haben hier noch genau das... Noch 2 Tage vor uns, bevor sich die Zeitlinien wieder überschneiden. So, reicht das jetzt hier um den Schaden? Wir können jetzt hier den Schaden einmal hochpushen. ...30% mehr Schaden machen wir. Das ist, glaube ich, sehr gut. Dann sparen wir wieder Munition. Und ihr wisst ja, mein erstes Ziel ist, Munition zu sparen, damit wir nicht nachher da stehen und zu wenig Munition haben, beziehungsweise zu wenig Munition hatten im Spiel gefühlt eh immer. Okay, wie sieht es ansonsten aus? Wir gucken mal ganz kurz rein. Wir sind nicht so ganz, also halbwegs gut. Wir haben genug Medipacks auf jeden Fall, wobei eins könnten wir gleich nehmen, wenn wir nochmal was finden. Wir sind so im Moment so semi-gut ausgerüstet. Auch noch weiter. Ich bin gerade wieder froh, dass wir hier nicht alleine sind. Ich mag das, wenn wir Leute dabei haben. Und wir haben das nächste Buch gefunden. Gewehrkugeln ganz leicht selber machen. Improvisierte Munition. Das klingt spannend. Gucken wir ganz kurz rein, was wir skillen können. Brandpatronenanfänge. Fertige Brandpatronen für deine Schrotflinte an, die in einem breiten Kugelförmbereich abgefeuert werden. Schweren Schaden verursachen und gegen einen Brand setzen. Oh, mega nice. Aber wir wollten erstmal den Modus hier, den Lauschmodus noch erhöhen. Das machen wir als erstes und eigentlich sollten wir das als erstes machen, bevor wir das hier machen. Auch wenn das mega, mega gut ist. Aber ja, als erstes sollten wir gucken, dass wir noch auf jeden Fall den Lauschmodus, der hätte uns ein, zweimal richtig gut geholfen. Wir hätten die Gegner viel, viel besser gesehen und zuordnen können, wenn wir das gehabt hätten. Eddie, ich bete zu Gott, dass es dir gut geht. Der Waffenschüchtern ist gescheitert. Wir haben den Befehl, zur Neuanteilung wieder nach Hause zu kommen. Ich habe 2 Suchtrupps nach dir ausgeschickt. Vergeblich. Bitte finde diese Nachricht und komm zu uns. Verdammtes Gas, Matt. Ich finde es bei Abby deutlich schwieriger zu sagen, was wir jetzt skillen sollen und was nicht. Oh, muss ich zugeben. Können wir hier die... Ne, die können wir jetzt nicht aufladen. Schade, ich hätte gerne mehr Patronen reingetan. Ich finde, Abby hat viele, viele gute Sachen zum Skillen. Das fand ich jetzt bei Ellie nicht ganz so. Okay, wir müssen hier mal alles durchsuchen, das dauert ein bisschen. Hier sind ganz, ganz viele Regale, die wir durchkämmen müssen. Da, wenn so Dosen so viele da sind, das wundert mich, dass die nicht mitnehmen kann oder dass die damit gar nichts machen kann. Manchmal ein bisschen verwirrend. Und da ist ein Medikit. Dann können wir theoretisch eins noch verwenden, um den letzten Pfütze Gesundheit hochzupushen.
War ein bisschen unnötig, aber da war ja eh ein Medipack noch. Was war das? Hier müssen wir auch nochmal überall gucken. Ich weiß, das ist ein bisschen langwierig, das Looten bei mir. Gesundheit ist voll. Ich wundere, dass hier so viel Gesundheit liegt. Das können wir ja gar nicht alles, selbst wenn wir fast tot gewesen wären, hätten wir so viel Gesundheit ja gar nicht mehr hochpushen können. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles. Gehen wir in den nächsten. Oh, hier sind mehrere Räume. Wo gehen wir als erstes? Gehen wir ins Badezimmer. Da sind meistens auch wieder Pillen. Und die Arme. Mit ihrem Arm tut mir Tatsache leid. Können wir noch was herstellen? Tatsache, nein. Okay, und jetzt geht's wieder langsam nach draußen. Wir haben uns echt relativ gut wieder hochgelootet. Ne, ich glaube eher, das kommt daher, dass wir davor, wir hatten noch den Riesenkampf gegen die 15 Leute. Plus dann diesen Fight gerade. Also ich glaube, deshalb haben wir so viel Munition und alles bekommen. Und Gesundheit war einfach wegen den ganzen Stalkern und sonst was. Ich glaube, man ging davon aus, dass man es nicht so ganz schafft, dann gut durchzukommen. Und jetzt geht's wieder nach draußen. Das war ein kurzer Moment der Ruhe.